Ja, schönen Abend auch von uns. Und durch den Abend führen hört sich, glaube ich, schon ganz gut an. Wir haben so ein bisschen Programm für euch, um etwas hands-on auch zu bereiten. Kurz vorneweg, uns interessiert so ein bisschen, was für Studienrichtungen hier so, also alle so was mit Medien, nehme ich mal an. Was gibt es denn so? Wer ist Medienwissenschaftler? Okay. Wer ist nicht Medienwissenschaftler? Gut. 100%. Eine Entschuldigung vorneweg. Wir haben die Folien in Englisch. Das Ganze fand meist im Kontext von Service-Design-Konferenzen oder dergleichen statt, UX-Design-Konferenzen für internationales Publikum. Deswegen sind die Folien in Englisch. Wir sprechen aber trotzdem in Deutsch. Genau, es geht um ein Tool, das eigentlich, wir sind bei Service Design auch schon an der richtigen Stelle, es geht um ein Tool, das Branding und Service Design zusammenbringt. Wir wollen euch eine kurze Präsentation geben, etwa 20 Minuten, und dann gibt es eine Hands-on Workshop-Session, bei ihr dann direkt einen Brand-Service selber gestalten werdet. Und am Ende machen wir dann noch so eine kleine Fragerunde. Okay? Stellen wir uns vielleicht nochmal kurz vor. Na, mag nicht. Dann so. Christian Vatter mein Name. Ich bin Marketingpsychologe, Markenberater seit fast 10 Jahren und berate so an der Ecke zwischen Markenstrategie, Kommunikationsplanung, Experience Design und bin Partner bei LHBS. Da sagen wir gleich noch einen Schwank dazu. Das weiter. Dann. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Erschwendner. Wie Sie vielleicht hören, bin ich nicht nur verkühlt, sondern auch Österreicher. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich probiere mein Bestes in Hochdeutsch. Ich bin eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, also habe BWL studiert, ganz, ganz langweilig, nicht so spannend wie mit Medien. Habe mich aber dann sehr viel mit Marketing und Menschen beschäftigt. Und bin auch Partner bei LHBS und bin vor allem für den Innovationsbereich bei uns zuständig und verbringe hauptsächlich meine Zeit damit, dass ich Unternehmen helfe, wie sie sich denn in Zukunft weiterentwickeln können und wie sie denn in Zukunft ihre Geschäftsmodelle, Produkte, Services etc. Besser an die sich ständig wechselnde Umwelt anpassen können und an die Konsumentenbedürfnisse. Das war jetzt gut. Toll. Kurz zu uns, das sind wir alle. Ja, wir bezeichnen uns selber nicht als Agentur, eigentlich auch nicht als Unternehmensberatung, aber es liegt irgendwo so dazwischen. Wir nennen das Creative Business Development, was wir tun. Wir haben auch einen starken internationalen Fokus, deswegen ist bei uns auch alles sehr viel Englisch und unsere Amtssprache ist ebenfalls in Englisch. Was wir machen ist zum Beispiel, wir sorgen für Insights aus dem Markt, für Wissen, machen Business-Modell-Innovation, Markenkommunikationsstrategie, Produkt- und Service-Design, zum Teil auch Organisationsentwicklung, um Dinge dann auch wirklich zu implementieren in Unternehmen, weil Unternehmensentwicklungs- oder Geschäftsentwicklungsaufgaben sehr vielfältig sein können. Kleiner Blick auf die Kunden, also wir haben irgendwie zwei große dabei, Red Bull, M-Bank ist eine ganz interessante Bank aus Polen, die extrem innovativ ist, die also Dienstleistungen vor allem mit dem Blick auf junge Leute gemacht hat, und es geht da ein bisschen um eine Marktpositionierung, Filialstrategie, Tele2, da geht es um Mobilfunkunternehmen in Russland, eine Umpositionierung, Tape TV, da haben wir Business Modeling gemacht, Ruski Standard, auch wieder ein Kunde aus Russland, da ging es um eine Markteinführung für eine Whisky-Marke. Und First Alpine ist aus dem Heimatland Österreich, eine digitale Plattform zur Implementierung einer Markenpositionierung. So, jetzt aber genug gequatscht irgendwie über uns. Erste Frage, ich würde dich jetzt ein bisschen löchern irgendwie. Wer hat denn Werbung angeschaut im letzten Monat, und zwar also absichtlich und mit vollem Bewusstsein? 3. Wie seid ihr euch denn dabei vorgekommen? Wie habt ihr euch gefühlt? Ja, gut. Ja, war sehr interessant, im Fernsehen mal wieder Werbung zu sehen. Okay.
Du hast es also aus einem professionellen Blick. Ja, genau. Einfach mal 2 Stunden wieder vom Fernseher verbracht. Okay, und okay. Wie die Werbung aussieht. Ja. Und bei dir? Ich genauso auch ein professioneller Hintergrund. Okay. Da muss man das auch manchmal anschauen. Wer hat denn eine Marken-App in den letzten 3 Monaten verwendet? Also eine, ja. Einmal? Okay. Würdet ihr die denn weiterempfehlen? Oder du, Steffi? Ja, Deutsche Bahn-App. Deutsche Bahn-App? Okay, ja. Ah, jetzt geht's da. Ja, es eine App, die von einem Unternehmen lanciert wurde. Genau, also wir können so ein bisschen sehen, dass das Thema Werbung und Marketinginhalte damit beschäftigt man sich eigentlich relativ ungern freiwillig heutzutage. Und man fragt sich, warum ist das eigentlich so? Also, da viele Gründe. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir irgendwie mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten irgendwie überflutet sind. Es gibt so viele neue Produkte und Services, die jeden Tag neu rauskommen. Die kann man nie alle nutzen. Gleichzeitig gibt es unglaublich viel mehr Medienkanäle und Devices, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Auch da, der Tag hat eigentlich nur 24 Stunden. Ist relativ schwierig, alles mitzunehmen. Und der Content an sich hat auch zugenommen. Also 60 Stunden neue YouTube-Videos jede Minute. 60 Stunden jede Minute. Mehr als 5 Millionen Fotos, die jeden Tag auf Instagram hochgeladen werden. Über 1 Million Facebook-Posts für jeden Tag. Ist nicht alles für einen selber, aber insgesamt die Menge macht es schon relativ deutlich. 630 Millionen aktive Webseiten. Das sind alles Zahlen aus dem Frühjahr diesen Jahres. Also das gilt noch, wahrscheinlich ist das alles noch ein bisschen getoppt, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Und eine Schätzung, die wir auch gefunden haben, sind ungefähr 1,3 Millionen süße Katzenfotos im Internet. So. Also es gibt jedenfalls auch da wieder extrem viel, was um unsere Aufmerksamkeit kämpft. Kurz gesagt, es gibt einfach viel mehr Auswahl oder Wahlmöglichkeiten, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Aber der Tag hat nach wie vor 24 Stunden, Zeit ist gleich geblieben. Und schon der Herr Simon hat irgendwie 1971, glaube ich, gesagt, Wealth of Information creates a poverty of attention. Und Leute sind sehr wählerisch geworden, mit was sie ihre Zeit verbringen. Man könnte also ganz dreist sagen, es gibt einen Kampf um unsere Aufmerksamkeit und das Ziel ist eben, ein Stückchen unserer Zeit zu bekommen. Und wir glauben, dass Wahrnehmung, dass Aufmerksamkeit ein sehr wertvolles Gut geworden ist und viele kämpfen darum oder wollen sie haben, aber nur wenige bekommen das. Deswegen wollen Leute eigentlich relativ viel aus ihrer Zeit, aus ihrem Aufmerksamkeitsinvestment bekommen. So, und ich glaube, die Zeiten, in denen wir leben, die laufen ungefähr so ab, dass wir die Kommunikation oder die Marke, die sagt, I want you to listen and to understand, und sie sagt, was habe ich denn davon? Und der klassische Marketing-Ansatz, das Anschreien, der hat halt damals, also hat zurzeit so ein bisschen ein Problem, könnte man sagen, oder inzwischen. Und wenn man das Ganze ein bisschen menschzentrierter angeht, könnte das das Thema lösen. Kennt ihr vielleicht von IBM? Da gab es ein paar interessante Sachen, die eben diese Posterplakate umfunktioniert haben und mit mehr Nutzen ausgestattet haben. Die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Eine Waage, auf der einen Seite die Marketing-Needs oder Bedürfnisse, auf der anderen Seite die Nutzerbedürfnisse. Und jo, einfach mal in die Waagrechte bringen sozusagen. Marketing will natürlich irgendwie Botschaften drüber bringen. Wenn man selber ein Unternehmen hat, muss man auf sich aufmerksam machen, man möchte Kunden haben. Das ist total natürlich, ganz selbstverständlich und auch absolut notwendig aus der Sicht der Unternehmen. Da hängen Leute mit dran, die wollen ihr Leben damit fristen. Auf der anderen Seite gibt es, zum Beispiel hier, schau mal, uns gibt es, schau mal, was wir so haben, ist
ganz natürlich ein Bedürfnis von Unternehmen. Auf der anderen Seite haben Nutzer, würden gerne auch einen Wert erfahren. Also Dinge einfacher machen oder besser machen oder schöner, schneller, mehr unterhaltsam und so fort und so fort. Und dieses Thema Wert zu geben dem einzelnen Nutzer, dafür gibt es einen Ansatz, der heißt Service Design. Und eben wirklich zweckmäßig oder absichtsvoll gestaltete Services sind relativ gut darin, den Bedürfnisse des Nutzers zu erkennen und ihm Wert zu geben. Also beispielsweise jetzt diese ganzen Carsharing oder beziehungsweise, wie heißen sie ja, Free-Floating Carsharing Services, die sehr gut verschiedene Touchpoints miteinander vernetzen, und da sind die schon alle relativ gut drin. Das Problem ist bei den Service-Designern oft, dass sie halt gar nicht wirklich die Marke oder den größeren Kontext des Ganzen betrachten. Und die Idee ist jetzt relativ einfach, man bringe diese Bereiche zusammen, Markenmanagement oder Markenführung, die Kommunikation und Service Design. Die Idee heißt Brand Services. Das sind kleine Service Add-ons to the Core Offer, wie wir das nennen. Also es geht nicht um eine Dienstleistung, oder es geht gar nicht um Kundenservice schon mal. Es geht auch nicht um Dienstleistungen, die einfach nur eine Erweiterung des Kernproduktes sind, sondern die zusätzlich drauf gesattelt werden und mit dem Kernprodukt zunächst mal wenig zu tun haben. Es geht darum, dass diese Services den Kunden, den Nutzer selber relativ wenig kosten oder gar nichts kosten, und dass sie das Angebot der Marke helfen zu verbreiten, die Botschaft drüber zu kriegen. Es gibt da ein ganz schönes Beispiel, das ist relativ alt, der Guide Michelin. Ich meine, das ist ein Reifenhersteller, der hat sich Anfang des letzten Jahrhunderts hat er sich gedacht, wie kriegen wir die Leute dazu, Reifen abzufahren. Ich auch gedacht, aber sie haben vor allem gedacht, wie kriegen wir die Leute an Tankstellen, damit sie die Autos überhaupt nutzen können. Ursprünglich startet das als Führer für Tankstellen. Und kam dann zusätzlich die Dienstleistung drauf, dass man eben Restaurants bewertet hat. Und es gibt ein einfaches Bewertungssystem, zum Beispiel Restaurants, für die sich ein Umweg lohnt. So, und dann sind wir dann schon beim Auto eigentlich. Ein anderes schönes Beispiel ist der Kodak Picture Spot. Gibt es vor allem in den USA, in den diversen Disney Worlds und Ländern am Grand Canyon. Da ist ein Schild dran und da steht dann drauf: This location is recommended by top photographers to help you tell the story of your visit in pictures. Nette kleine Dienstleistung, nimmt den Nutzen oder beziehungsweise das Bedürfnis der Menschen vor Ort an diesem Punkt auf und hilft ihnen. Ein weiteres relativ aktuelles Beispiel, Taxi2, Virgin Atlantic, eine Fluggesellschaft. Da geht es eigentlich immer darum, dass die helfen, Reisenden relativ entspannt anzukommen. Bei dieser Dienstleistung geht es darum, dass man sich über eine Webseite anmeldet oder sich so ein Ding zum selber basteln ausdruckt. Das ist hier wie so ein kleines Schildchen, und am Ankunfts-Airport kann man das dann hochhalten und hat sich mit anderen verabredet, und dann kann man ein Taxi teilen für die letzten Kilometer noch bis in die Stadt. Kommt man ganz entspannt an, und ist eine nette kleine Dienstleistung, die Virgin Atlantic jetzt relativ wenig kostet, aber doch einen Nutzen für sie stiftet. Anderes Beispiel, das ging durch die Presse, das kennt ihr vielleicht, KLM, Meet and Seat. Der eine oder andere kennt das vielleicht, man reist irgendwo hin, hat einen längeren Flug und hat einen furchtbar langweiligen Sitznachbarn. Das ist eine unerträgliche Situation eigentlich. Und da kann man Abhilfe schaffen, indem man seinen Sitzplatz wählt aufgrund von Facebook und LinkedIn Profilen, ob man jetzt eben sich über Privates oder über Geschäftliches unterhalten möchte. Und nochmal ein kleiner Brand-Service, nämlich die Adidas Runbase. Ein Haus, eine Location, wie auch immer man das nennen mag, in der Nähe oder neben einem Park in Tokio, der eine sehr beliebte Laufstrecke ist. In diesem Laden gibt es
so, ne, so Ausrüstung irgendwie fürs Laufen, kann man da leihen. Es gibt, wie heißt es, Lockers, also so Schließfächer irgendwie, wo man sein Zeug anschließen kann. Es gibt Duschen, es gibt Workshops, also auch wieder ein relativ netter Dienst für die Menschen seitens Adidas. So. Und mit einem Partner habe ich zusammen einen Service Designer. Wir haben uns das ein bisschen näher angeschaut, haben einen Artikel geschrieben, ein Buch, das von Steffi mit herausgegeben wird. Und in dem Zug haben wir uns mal diese ganzen Beispiele, die so draußen sind, die findbar sind, angeschaut. Waren über 60 Beispiele. Und haben das mal analysiert, was macht denn eigentlich so einen guten Brand-Service aus oder wo sind die Knackpunkte. Und wir sind darauf gekommen, dass es ideal eigentlich etwas ist, ein Service, der höchst nutzbar ist für Seiten oder auch von Seiten des Kunden, des Nutzers aus. Ein Service, der, wir nennen das Deliver on the Brand, also der im Prinzip die Markenbotschaft rüberbringt, der in line, das ist ein furchtbares Denglisch heute, also der jedenfalls nicht den Markenbotschaften, dem Markenkern widerspricht und ein Service, der einen gewissen Neuigkeitswert hat, dass auch darüber gesprochen wird seitens der Nutzer oder über Social Media oder über PR. Da gibt es ja sehr viele Kanäle. Das mal ein hübsches Bildchen irgendwie umgesetzt und wir nennen das einfach Usefulness, sind die drei Faktoren, Brand, Fit und Novelty. Useful ist eigentlich relativ klar, es muss nützlich sein, es muss aber nützlich sein in dem Kontext, in dem ich es tatsächlich nutze. Es gibt viele von diesen Branded Apps, die haben irgendwie eine nette Idee, aber das funktioniert dann in dem Moment der Nutzung oder über das Device, mit dem man gerade sich Zugang dazu verschafft, nicht. Das heißt, man muss wirklich genau nachschauen, in was für einem Kontext passiert denn die Nutzung und so kann ich Nutzen stiften. Brandfit ist irgendwie klar. Für was steht die Marke und wie kann ich diese Inhalte übermitteln auf eine Weise, dass ich sie eher erlebe, als dass ich sie jemandem erzähle. Das ist dieses Show, Don't Tell, hat man vielleicht schon mal so als Phrase gehört. Ich sage einfach immer, wenn man lustig sein will, dann kann man sagen, ich bin lustig oder man kann einen Witz erzählen. Das wäre so der Unterschied. Und Novelty heißt einfach, dass man auf eine gewisse Weise was Interessantes, was Neues hat. Auch da ist so ein bisschen kontextabhängig. Was neu ist für Deutschland oder für diese Zeit, das kann in den USA schon ein alter Hut sein. Das heißt, da muss man auch ein bisschen schauen, was ist denn jetzt im Kontext des Publishing die Neuigkeit. Und für jeden dieser drei Faktoren haben wir jetzt mal irgendwie noch ein Beispiel rausgepackt. Usefulness. Auch wieder ein netter Service von Hornbach, in dem Fall kostet er was, aber der Wert, den man dafür bekommt, der ist wesentlich größer als die 25 Euro. Es ist ein 600 Seiten starkes Buch zum Heimwerken. Da ist irgendwie alles drin, von wie ziehe ich eine Mauer hoch bis zu wie verlege ich Parkett. Und das ist relativ gut und anschaulich gemacht. Also wirklich so eine Heimwerker-Bibel von Hornbach, stiftet Mehrwert, ist total nützlich für die Leute, die Produkte von Hornbach nutzen. Ein großer Markenfit gibt es bei Charmin. Kennt ihr ja sicherlich die Toilettenpapiermarke. Charmin hat den Markenclaim Enjoy the Go. So, und was sie jetzt gemacht haben, ist eine App, bei der man öffentliche Toiletten finden und raten kann. So, und grün ist offensichtlich, kann man hingehen und rot ist, lass mal bleiben. Und damit unterstützt diese App, dieser Service, ziemlich gut die Markenposition Enjoy the Go. Weil, wenn man dem folgt, dann wird es tatsächlich äußerst, naja. So, und dann Novelty, ein interessantes Ding. SOS Condom heißt es, von Durex. Eine App, bei der man, wenn man in einer Notlage ist, dann entsprechend dann einfach klickt und dann wird man lokalisiert und dann kommt ein... Dann kommt, also es gibt zwei verschiedene, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Es kommt entweder der Pizzaboy mit der Pizzalieferung und hat dann irgendwie, müsst ihr mal schauen, auf YouTube gibt es ein ganz lustiges Filmchen, irgendwie kommt dann der Pizzaboy, der irgendwie so zwinker, zwinker irgendwie noch ein paar Sachen mit hat oder ein verwirrtes Touristenpärchen, das nach dem Weg fragt und irgendwie was zusteckt. Die Frage ist, wie praktikabel das Ganze ist. Diese ganzen Beispiele, die müssen jetzt nicht unbedingt auf allen Faktoren hoch sein, aber das ist auf jeden Fall so novel und neu, dass darüber spricht man in Social Media, das kriegt PR-Aufmerksamkeit.
Wir haben ein Best-in-Class-Beispiel gefunden, das groß ist oder toll ist auf allen drei Faktoren, nämlich die KLM Must-See-Map. Das ist, ach, ich lasse dich einfach selber sprechen. Achso, haben wir Sound? Oh mein Gott, ich gar nicht. Ganz schöne Sache, die Tipps von Freunden in der eigenen Karte. KLM steht für Journeys of Inspiration, zumindest behaupten sie das von sich. Und es ist natürlich inspirierend, wenn ich dann Hinweise bekomme, wenn ich am Zielort was machen kann. Natürlich sind das alles KLM-Destinationen. Und besonders toll finde ich auch tatsächlich, dass man kennt es ja mit Internet in fremden Ländern, ist manchmal teuer und schwierig. Und dass sie wirklich die Hardcopy-Karte zuschicken. Ich habe das mir auch mal machen lassen. Und da haben wir die Karte. Und das ist eigentlich ganz, ganz geil so. Und es hat nichts mit Fliegen zu tun. Also KLM, da geht es um Fliegen. Also mit Reisen, ja klar, aber... Nein, du lädst dir deine Freunde ein. Du lädst deine Freunde ein. Du setzt die Karte auf, sagst, ich gehe nach New York und dann schickst du es an irgendwelche Leute und die können dann dort Orte markieren. So, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie würde man denn vorgehen bei sowas. Der erste Schritt wäre eigentlich erstmal rauszufinden, wo habe ich denn offene, ungedeckte Nutzerbedürfnisse. Gleichzeitig muss man sich überlegen, wofür steht die Marke, um diese beiden Elemente zusammenzuführen. In einem Kreationsschritt das Ganze dann möglichst viele Ideen zu generieren und dann über den Filter wieder zusammenzuführen unter Anwendung der Prüffaktoren Usefulness, Novelty und Brand Fit. So, und genau das machen wir jetzt gemeinsam. Also in kleineren Grüppchen natürlich. Let's get to work. Die Aufgabe, es geht um einen Brand Service, der zusätzlich zur Dienstleistung, zum Angebot von H&M ist, nämlich H&M verkauft Klamotten, also geht es um einen Service, der da oben drauf kommt. Also ihr sollt jetzt nicht euch überlegen, wie kann ich Klamotten verkaufen. Dieser Brand Service soll sehr nützlich sein für eine von, wir haben jetzt zwei Personas, die stellen wir gleich noch vor, um sich das ein bisschen besser darstellen zu können. Wir haben auch noch ein Framework, das hilft, diese Persona oder Bedürfnisse aufzuspüren. Es soll dem Markenkern Staying Up to Date Affordably entsprechen, beziehungsweise diesen sogar noch unterstützen, erlebbar machen. Das Ganze soll, das ist optional, das ist ein bisschen schwieriger dann irgendwie, so neu sein oder so anders interessant, dass es einen gewissen PR oder Social Media Value erzeugt. Und bitte gerne auch über Apps hinausdenken. So. Ich schätze, wir sind. Wir haben die Elina genommen, die Schülerin. Und sie ist. Wir haben den Freitag gewählt. Und ja, weil sie 16 und noch ist und noch zur Schule geht, geht sie auch bei uns in die Schule. Also morgens ist sie zu Hause. Soll ich das alles erklären, was du sagst? Ja, brauchst du nicht. Kurz einfach dann die Brand Service Idee. Okay, also sie ist in der Schule, überlegt sich natürlich vorher, dass sie gut aussehen will. Geht nachmittags auch zum Sport, auch mit dem Hintergrund, sie möchte gut aussehen und fit sein. Und man erkennt das Schema. Genau, und dann ist sie zu Hause abends auch und macht sich fertig, dann auszugehen und will dann eben auch gut aussehen. Ja, beziehungsweise stylisch gekleidet sein. Und unsere beste Idee war dann, weil sie auch nicht so viel Geld hat und jetzt auch den ganzen Tag in der Schule war und dann noch beim Sport war,
dass sie Kleidungsstücke, die sie hat, fotografiert, also irgendwie aufs Bett legt oder sonst wie fotografiert und dann die App sozusagen den Look daraus generiert. Oder das vergleicht auch mit Star-Fotos zum Beispiel und so, das ist so unsere Idee. Sehr gut, ob toll. Das dann technisch durchsetzbar ist oder... Das ist eine andere Frage. Toll, danke. Also unser Persona ist Edina. Mhm. Und was sie macht, ist eigentlich auch das Gleiche wie bei Gruppe 1. Ne? Also sie steht auf und überlegt sich dann auch, welche Kleidung sie sich dann irgendwie anziehen soll und so, damit sie dann auch gut aussieht und ja, was halt dann ein junges Mädchen macht. Unsere beste Idee war, also das ging auch gleich wie bei Gruppe 1, aber wir haben so eine Idee, dass sie hat ja bestimmte Budget, zum Beispiel sagen wir dann, in diesem Monat hat sie dann 30 Euro übrig, mhm. aber dieses Budget wird nicht dann nicht angezeigt im App, das heißt, der App wird dann Kleidern verlinken, die dann sozusagen unter 30 kosten mhm. oder maximal 30 mhm. und sie wird dann sich dann auch ein Foto machen von ihr, auch mit dem Kleid und dann sie wird dann auch auf Facebook zum Beispiel verlinken und das dann halt von ihren Freunden oder Freundinnen bewertet werden, mhm. ob das denn das Kleid gut aussieht oder nicht bei ihr. Und dann auch mit Empfehlung wahrscheinlich, dass das Kleid schon mal von irgendeinem Star angezogen wurde, mhm. wie auch immer. Genau, und dann, wenn die Bewertung positiv ist, dann kann sie sich dann auch irgendwie kaufen. Ja. Sehr gut, toll, danke. Also, wir haben die Elina genommen und haben uns also diese Situation überlegt. Sie ist jetzt einen Wochenabend zu Hause und diese Situation, ich habe doch keine Klamotten mehr im Schrank. Und da haben wir uns einen erweiterten Kleiderschrank überlegt. Das heißt, das kann man speziell auf H&M-Klamotten machen. Man gibt die Artikelnummer, was man hat, rein, dann kriegt man ein Profil und dann kann man darstellen, was für Klamotten man tauschen würde mit anderen Leuten, wie lange man die verleihen würde. Dann kann man sich mit anderen Freunden freunden oder kann auch im Umkreis suchen, wo die nächsten Freunde sind und was die so haben und kann dann mit denen das tauschen. Und so als kleines Goodie für H&M haben wir noch gedacht, damit die auch User bekommen, pro 10 Mal Tausch bekommt man dann 5 Euro Gutschein für H&M. Toll, ja. Sehr gut, danke. Wir haben nicht das Mädchen, yeah. sondern wir haben den Jonathan und der ist ja der typische Work-Hard-Play-Hard-Kerl. Deswegen hat der Freitagabend leider keine Zeit, lang in seinem Kleiderschrank rumzusuchen. Deswegen hat er unsere super App, den mobilen Kleiderschrank, in dem er eingibt, was er hat. Und dann sagt er, okay, heute will ich mit meinen Kumpels ins Felix gehen. Dann sagt die App ihm, ja gut, dann nimm bitte das Hemd, die Hose und die Schuhe, die du im Kleiderschrank hast. Sollen wir dich auf die Gästeliste schreiben? Du stehst auf der Gästeliste und dann steht er perfekt angezogen, mit einem Gästelistenplatz vorm Felix und ist quasi schon drin und hat einen super Abend mit seinen Kumpels und reißt Weiber auf ohne Ende. Sehr geil, danke. Wir haben für unsere Brand Services ja auch Elina genommen und wir gehen von dem Hintergrund aus, dass sie wenig Geld hat, aber trotzdem Bedarf nach Designerstücken hat. Und wir haben uns überlegt, dass ein Kalender von H&M-Designern rauskommt, wann welche Stücke rauskommen von denen. Und das Konzept ist ein bisschen wie Kleiderkreisel. Und zwar gibt es eine App, wo man sich eben Profile anlegen kann und in den Profilen seine eigenen Kleider vorstellen kann über Fotos. Und es gibt dann Übertragung von der virtuellen Welt in die reale Welt, in dem eben Tauschbörsen stattfinden, bei denen die dann Kleider tauschen können. Der Hintergrund ist, dass man oft ein Designstück ergattert, das vielleicht die falsche Größe hat und dass man es dort dann eben doch tauschen kann. Es gibt zur Inspiration auch noch, um die Leute anzuheizen, ein Ranking- und Punktesystem, dass man mit Fotos belegen muss, dass man die Kleiderstücke auch hat. Und wenn man da aufsteigt, gibt es Vergünstigungen bzw. Punkte bei H&M, zum Beispiel ein Vorkaufsrecht auf gewisse Designstücke oder Gutscheine. So, Elina, Gruppe 6. Es ist Montagabend. Elina hatte einen harten Tag in der Schule. Und habe ich jetzt irgendwas kaputt? Nix. Entschuldigung.
und sie sitzt mit ihrer Schwester vorm Fernseher. Was macht sie? Sie sieht irgendwelche tollen Sachen oder sie ist gerade unterwegs mit ihrer Schwester Shopping und sie sieht auf irgendeinem Plakat eine Frau, egal was, Werbung, irgendeine Fernsehserie und sie hat ein total tolles Teil an und sie möchte es unbedingt haben. Also zückt sie ihr Handy, macht ein Foto davon und die App, die wir entwickeln möchten, die erkennt das Kleidungsstück und sucht ein billiges, günstiges, aber ähnliches Äquivalent aus, eventuell von H&M oder von einer günstigen Marke. Und ja, da haben wir doch unseren Branding-Service ganz gut umgesetzt. Toll, danke. Ja, wir haben auch die Elina genommen und Elina hat das Bedürfnis, morgens nicht ewig in ihrem Kleiderschrank suchen zu müssen, um ein tolles Styling-Outfit zu kreieren. Und da haben wir uns die Get Your Style-App von H&M überlegt. In dieser App werden alle Artikel aufgelistet, die Elina jemals bei H&M gekauft hat. Und diese App zeigt dann auch ein Outfit an, was Elina kaufen kann, also was Elina dann anziehen kann morgens oder auch abends. Und zudem gibt es dann in jedem Kleidungsstück noch einen QR-Code. Jeder von euch hatte bestimmt auch mal das Problem, man hat irgendwie eine Hose und man weiß nicht, was ziehe ich dazu an. Und man scannt diesen HR-Code einfach ab und diese App zeigt dann automatisch von diesen Artikeln, die Elina dann bei H&M mal gekauft hat, was sie dazu anziehen kann. Ja. Toll, danke. Wir haben auch die Elina genommen. Wir haben, ja, musste mich da unterordnen. Nee, ich habe es gerne gemacht. Also wir haben uns für den Samstag entschieden, weil der Samstag ist natürlich immer ein Tag, wo sie sowieso arbeiten muss. Sie ist also vormittags schon im Café und hat da viel zu tun und hat danach auch nur wenig Zeit. Wie eigentlich die ganze Woche, weil sie noch arbeiten muss und auch zur Schule muss. Und Samstag ist halt ihr Einkaufstag. Und später will sie noch feiern gehen, das heißt, sie hat ein ganz kurzes Zeitfenster und in diesem Zeitfenster will sie kurz shoppen gehen. Sie will aber schon vorher gucken, also kann sie schon auf Arbeit mit ihrer App, die es auch schon gibt, kann sie gucken, was sind für aktuelle Kollektionen drin, was gibt es eventuell für Angebote und kann sich das vorher alles schon in den Warenkorb legen lassen. Und zusätzlich dazu zeigt die App auch an, wie voll die Läden sind in ihrer Umgebung. Das heißt, sobald die Leute mit ihrem Handy reingehen oder der Laden zählt sowieso die Leute mit, weiß sie, welche Läden sind wie ausgelastet, wo gehe ich hin, welche sind in meiner Nähe. Und zusätzlich, wenn sie denn dahin geht, hat die App auch die Option, wenn man sich einloggt, dass dann angezeigt wird, wann die nächsten Kabinen frei werden. Das heißt, wenn ich noch 5 Minuten Zeit habe, dann kann ich eventuell noch ein paar Sachen holen und dann noch reingehen. Und wenn man den Warenkorb schon vorher nutzt, dann kann man auch sich die Waren schon in so einen analogen Korb reinlegen lassen und wenn man dann ankommt, den schon mitnehmen. Das heißt, Zeitersparnis in dem Sinne. Ja, das war's. Toll. Wir haben auch eine App, haben auch das Mädchen und unsere App heißt Dress Spot. Die Situation ist folgende, nach der Schule Freitag geht sie mit ihrer besten Freundin in der City shoppen und bei ihrem Shoppingkreuzzug gibt es das eine Teil natürlich nicht mehr in der Größe im richtigen H&M. Das heißt, sie will das aber unbedingt haben, muss irgendeinen anderen Laden finden. Das heißt, sie muss in ihrer Größe gibt es das nicht mehr. Das heißt, sie hat eine App, wo sie Voreinstellungen trifft. Da gibt es hier einen, sie ist gerade in Berlin, sie hat die und die Größe und vielleicht noch ihre Lieblingsfarbe. Und die App schlägt ihr vor, indem sie den Barcode scannt, wo es das Teil noch in welchem Store gibt. Schlägt gleich den Store vor in ihrer Nähe. Oder wenn es den nicht mehr gibt, wann das nächste Lieferdatum ist oder ob es bestellbar ist. Oder schlägt einfach Alternativvorschläge vor. Gesetzt im Fall, sie sieht irgendwo ein Plakat, könnte da auch dieser Barcode sein. Sie scannt es dann gleich dort ab und weiß gleich, wo es dieses Teil, das natürlich von allen getragen wird, in ihrer Größe zu kaufen gibt. Ja. Okay. Ja, wir hatten zwei Ideen, die eigentlich auch schon mehr oder weniger angesprochen sind, und zwar die eine mit diesem virtuellen Kleiderschrank. Bei uns steht aber mehr auch der soziale Aspekt im Vordergrund. Genau, wir haben uns vorgestellt, die Elina heißt sie, steht morgens natürlich vor ihrem Kleiderschrank, weiß mal wieder nicht, was sie anziehen soll. Der Insight war ja vor allem, dass sie total auf Austausch und mit
ihren Freunden, mit ihrer großen Schwester oder Fashion-Magazin ja, aus ist. Deswegen wollten wir das ein bisschen sozialer machen, gestalten, diesen virtuellen Kleiderschrank. Also es ist, wie vorhin schon erwähnt, sie fotografiert ihre Stücke und hat praktisch so ein Profil in dieser App. Ihre Freunde können dann sagen, hopp oder top, hey, das könntest du doch heute anziehen oder das nicht. Beziehungsweise sie stellt einfach was zur Auswahl, darauf habe ich Lust, welche Kette passt denn dazu? Und wir würden das auch noch ein bisschen weiterspinnen, dass man sagt, die Freunde, wenn die irgendwie mal alleine shoppen sind und einen Teil sehen, was total gut zu der Elina passt, dann könnten sie halt per Barcode, QR-Code, wie auch immer man es technisch lösen kann, das Ding einscannen, natürlich nur bei H&M. Und das würde dann praktisch in ihr Profil mit integriert werden als Vorschlag, hey, das kannst du doch kaufen. Ja. Genau. Ja, toll, vielen Dank. Da haben wir eine ganze Reihe spannender Ideen gehört. Ich will das alles noch mal ganz kurz zusammenfassen. Brand Services. Es geht darum, dass man einen Service hat, der ein Zusatz ist über das Normale hinaus. Also wir haben jetzt sehr viele Sachen gehört, die eben, es geht nicht um Klamotten verkaufen, sondern es geht wirklich einen nützlichen Zusatz über das Ganze. Kostet die Leute nichts, die Nutzer, und soll aber helfen, dass man sich mit der Marke beschäftigt, dass die Werte, die Inhalte der Marke transportiert werden. Idealerweise ist sowas nützlich für die Nutzer, für die Kunden, hat eine hohe Passung zur Marke und hat diesen gewissen News-Value. Und am Ende geht es eben darum, dass die Marketingbedürfnisse, nämlich dass das Thema H&M promoted wird und die Nutzerbedürfnisse in einer Balance stehen.